Hallo meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Hanadi Beauty. Ich habe heute für euch einen Make-up-Look geschminkt und zwar geht es um einen Abiball-Look. Wie ihr wisst, sind bald die Abiball. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, dass ich deswegen einen Look für euch schminken werde. Ich habe auch extra auf Snapchat gefragt, was ihr euch für einen Look wünscht. Und ja, die meisten von euch wollten einen Abiball-Look und deswegen habe ich mir auch gedacht, ich werde so schnell wie möglich einen Look für euch schminken. Ja, ich habe jetzt diesen Look hier nur mit Drogerieprodukten geschminkt, einfach aus dem Grund, weil viele von euch auch gerade die Abi gemacht haben oder so, nicht auch so das Budget haben für High-End-Produkte. Und deswegen werde ich diesen Look hier nur mit Drogerieprodukten schminken und ich hoffe, dass es euch auch gefällt. Und ja, ich würde sagen, ich fange direkt mit dem Video an. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dran bleibt und bis gleich. So, dann nehme ich jetzt mein Make-up und zwar das von Maybelline, das Dream Wonder Nude in der Farbe 40. Davon gebe ich dann so ein bisschen auf meinen Pinsel und das tupfe ich dann jetzt aufs Gesicht. Von der Konsistenz ist dieses Make-up eigentlich genauso wie das von Dior. Dann benutze ich jetzt von Maybelline den Anti-Age Augenlöscher als Concealer. Ich finde den richtig praktisch, weil man braucht hier einfach nur so drehen und dann kommt auch schon was raus. Und für den Alltag ist er wirklich super gut. Gerade für so ein Abi-Ball-Make-up braucht man halt wirklich gute Highlights und da ist das Highlighting und Contouring wirklich sehr wichtig. So, jetzt habe ich den Concealer verblendet. Jetzt werde ich noch einen Highlighter auftragen. Ich nehme jetzt den von L'Oreal, den Lumi Magic, in der Nummer 01 Light und tupft den dann auch nochmal hier unter den Augen. Das gibt einfach nochmal ein bisschen Frische und hält auch nochmal gerade den Augenbereich sehr schön auf. Ihr wisst ja, ich lasse meinen Puder immer ein bisschen drauf, solange ich die Augen schminke. Erstmal damit, falls irgendwas runterbröselt, damit wir das nachher schön wegwischen können. Und ich finde, es gibt einfach einen viel schöneren Effekt, wenn das lose Puder noch ein bisschen einwirkt, einzieht. So, dann trage ich jetzt meine Lidschattenbase auf. Die ist von Kiko. Ich weiß jetzt nicht, ob Kiko auch zur Drogerie gehört, aber ich habe jetzt keine andere da. Aber ihr wisst ja, Lidschattenbase kriegt man eigentlich überall. Also für diesen Look hier werde ich die L'Oreal La Palette Nude benutzen. Die habe ich neu bekommen und ja, ich benutze die jetzt auch zum ersten Mal. Ich bin schon gespannt, wie die Farben sind. Und dann nehme ich als erstes den Zoeva Pinsel 228. Dafür nehme ich jetzt als erstes den braunen Ton aus der Palette. Oh, die sind ja richtig gut pigmentiert. Und das gleiche mache ich dann auch auf der anderen Seite. Dann nehme ich jetzt von welcher Marke? Von Max Factor die Excess Shimmer, Shimmerfarben, keine Ahnung, in der Farbe 25. Das trage ich dann einfach vorne auf, weil ich will, dass der Look vorne heller wird als hinten. Das mache ich dann auf beiden Seiten, also dafür nehmt ihr einfach irgendeinen Synthetikpinsel. Und dann nehme ich aus der Palette von L'Oreal nochmal den silberfarbenen Ton oder Champagner Silber. So, das machen wir dann ungefähr bis zur Mitte. So, jetzt nehme ich den schwarzen Ton und nehme dann so einen Pencilbrush und trage das dann hinten auf. Und auch noch leicht in der Lidfalte. So, dann nehme ich jetzt noch einen helleren Ton aus der Palette, und zwar so ein Altrosa. Und werde jetzt hier nochmal die Übergänge verblenden. Wirklich ganz vorsichtig, damit hier auch nichts verschmiert. Okay, jetzt werde ich meinen Eyeliner auftragen. Und ich werde bei diesem Look einen schönen Kit Eyeliner ziehen. So,
Von Maybelline heißt es Puder New Matte Maker. Ist eigentlich richtig gut. Und jetzt werde ich meine Augenbrauen noch nachziehen. Ich habe einen richtig, richtig guten Stift in der Drogerie gefunden. Den muss ich euch zeigen. Der ist auch von Maybelline. Das ist der Brow Satin 2 in 1. Und der ist zum Aufdrehen. Also ich habe noch nie einen Augenbrauenstift in der Drogerie gesehen zum Aufdrehen. Also falls ihr eine Alternative sucht zu Anastasia Beverly Hills oder so, dann kann ich euch den hier auf jeden Fall empfehlen. Und der ist auch richtig gut. So, jetzt zeige ich noch einen Highlighter auf aus der Palette. Dann nehme ich auch den zweiten Ton. Das ist auch so ein schöner Goldton. Und werde dann jetzt den Bronzer auftragen. Dafür nehme ich jetzt meine Essence Gorgeous Glow Palette. Und nehme einen Bronzerpinsel. Dann auch an der Stirn. Ich glaube, den Ablauf kennt ihr ja mittlerweile alle schon. Dann nehme ich jetzt auch nochmal von P2 den Beauty Go Safari von P2 und gehe dann auch nochmal ein bisschen drüber. So, als Blush nehme ich von Essence den Naughty Girl Blush. Das ist aus einer neuen Kollektion. Der ist so richtig schön Aprikot. Und den trage ich dann auch auf die Bäckchen auf. Natürlich darf die Nase auch nicht fehlen. Das ist auch so das Wichtigste für mich. So, da ich für diesen Look mir überlegt habe, wirklich die Augen richtig schön zu betonen, werde ich jetzt unten noch die Augen betonen. Und zwar werde ich als erstes den braunen Lidschatten nochmal nehmen, den ich als allererstes verwendet habe. Dafür nehme ich einfach so einen abgeschrägten Pinsel. Und dann gehe ich mit dem dunklen Anthrazit oder Schwarz auch noch drüber. Jetzt nehme ich von, ich glaube von Zoeva war dieser Kajal, ich bin mir nicht mehr sicher. Einfach einen ganz normalen schwarzen Kajalstift. Trage das auf die Wasserlinie auf. Das mache ich eigentlich nicht so oft, aber ich trage das schon sehr gerne, so ein Kajal, weil das einfach die Augen sehr schön betont. Und bei Smoky Eyes würde ich auf jeden Fall Kajalstift empfehlen. Sieht immer schöner aus und wenn man es nicht drauf hat, sehen die Augen einfach so ein bisschen nackt aus. Deswegen würde ich es auf jeden Fall dran machen. So, jetzt werde ich den Highlighter noch nehmen, den ich am Brauenbogen aufgetragen habe. Und den trage ich dann hier im inneren Augenwinkel auf. So ein sehr schöner Roséton. Ja, dann werde ich jetzt meine Wimpern auftragen. Die Wimpern, die ich ausgewählt habe für diesen Look, sind von House of Lashes. Ihr könnt aber auch welche aus der Drogerie nehmen, zum Beispiel von Essence oder von, wie heißt die Firma nochmal? Miss Lynn, genau, die haben auch ganz gute Wimpern. Ich nehme aber jetzt die hier, weil ich mit denen am besten zurechtkomme. So, die Wimpern sind jetzt dran nach 100-jähriger, nach 100... Keine Ahnung, nach einem Kampf oder wie man es auch nennen mag. ich habe manchmal auch so meine Probleme. Ich werde jetzt noch einen Blush auftragen von P2. Das ist der Culture Spirit Blend of Beauty Blush. Oder? Ja. Und ich trage einfach nur ein bisschen auf, weil der noch einen schönen Glow hat. Und ich finde, das sieht halt noch ein bisschen schöner aus. Ja, als Highlighter nehme ich jetzt von Essence den, also aus der Gorgeous Palette Face, nehme ich den Highlighter.
Und den trage ich dann hier auf meinem höchsten Wangenknochen auf. Ja, also rot würde eigentlich ganz gut passen. Dunkelrot würde auch ganz gut passen. Oder ein Jude natürlich. Ich werde aber einen von NYX benutzen, wenn ich den hier irgendwo finde. Und ich nehme jetzt als erstes von Essence den Long Lasting Lip Liner in der Farbe 07. Lip Liner ist wirklich sehr wichtig für den Halt. Also euer Lippenstift hält den ganzen Tag oder viel länger. Und es gibt einfach den Lippen eine viel, viel schönere Form. Also wenn ihr den Lippenstift aufträgt, dann auf jeden Fall mit Lip Liner. Und ich nehme jetzt von Manhattan den Perfect Creamy and Care in der Nummer 20C. Ist ein sehr schöner Lippenstift und sehr schön cremig. Und drüber gehe ich dann mit dem Ultimate Stay von Catrice Nummer 050. Sie dann so aus. Ich bin aber noch nicht fertig, weil ich will euch ja ein komplettes Outfit zeigen und noch meine Haare. Deswegen werde ich jetzt mit meinen Haaren weitermachen. Ich werde eine einfache Frisur machen für euch. Einfach was, was auch schneller geht. Und ich würde es dann auch direkt anfangen. So, ich werde jetzt einfach ein paar Strähnen nehmen und Wellen damit machen, große Wellen. Dafür brauchen wir einen großen oder dicken Lockenstab. Es muss jetzt nicht perfekt sein, es ist jetzt einfach nur, damit es schön wellig aussieht. So, dann ziehe ich mir jetzt einen Mittelscheitel. Und schüttel meine Haare so ein bisschen aus. So, jetzt nehme ich die ganzen vorderen Strähnen und werde mir einen Zopf flechten. Also ich mache halt wirklich eine sehr einfache Frisur, aber eine ziemlich süße Frisur. Einfach für einen Abiball kann man immer wieder nehmen. So, und das tue ich dann hinten einfach festklammern mit so Bobbypins oder Spangen klein. Und hier seht ihr, das sind jetzt einfach ganz leichte Wellen. Sieht aber wirklich sehr süß aus. Und dasselbe mache ich dann auf der Seite. Ich nehme mir dann auch hier die Strähnen weg. So, das stecke ich dann auch hier hinten fest. So sieht dann das Ganze aus. Das ist jetzt für mich einfach so eine süße Abiball-Frisur oder auch für sonnige und schöne Sommertage. Ja, meine Lieben, ich hoffe, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich auf jeden Fall für einen Daumen hoch von euch freuen. Ansonsten würde mich interessieren, was zieht ihr zu eurem Abi-Look an oder wie schminkt ihr euch? Seid ihr eher der schlichtere Typ oder wollt ihr auch etwas mehr auffallen und stärkere Looks schminken? Ja, schreibt es mir einfach in die Kommentare unter meinem Video. Ansonsten würde ich mich, wie gesagt, über einen Daumen hoch freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch eine schöne Abi-Feier und bis bald. Bye!